Und willkommen zu einem weiteren Interviewgast heute auf der Sprungbrettmesse 2015, eine Ausbildungs- und Orientierungsmesse für alle, die in den Berufsstand starten wollen, heute hier in Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle. Und ich habe jetzt die Frau Schmeck bei mir. Frau Schmeck ist von der Dualen Hochschule Rheinland-Pfalz, habe ich das richtig gesagt? Ja. Genau. Und bei Ihnen geht es jetzt um Studium und zwar nicht nur um ein einfaches Studium, sondern um ein duales Studium sogar. Ja. Ja. Könnten Sie uns das mal kurz erklären, Frau Schmeck, was ist ein duales Studium, was macht man da? Gut, also vielleicht so kurz vorweg, die Duale Hochschule Rheinland-Pfalz ist jetzt keine eigenständige Hochschule, so wie es im Namen steht. Wir sind die Dachmarke, unter der in Rheinland-Pfalz an den staatlichen Fachhochschulen und Universitäten ein duales Studium angeboten wird. Duales Studium ist im Endeffekt so von Bundesland zu Bundesland immer ein klein wenig unterschiedlich. Mhm. In Rheinland-Pfalz verbirgt sich ein ausbildungsintegriertes Studium drunter, also eine berufliche Erstqualifikation der Ausbildung kombiniert mit einem Studium oder ein praxisintegriertes Studium, also auch in einem Unternehmen angestellt, mit sehr viel Praxisphasen und zeitgleich ein Studium, also wesentlich mehr Praxis wie ein klassisches Vollzeitstudium. Das heißt, das ist ganz nett. Man hat also quasi nicht nur diese Theorie im Studium, die man hat, sondern man kann auch gleichzeitig auch noch berufliche Praxiserfahrung mitnehmen. Ja, also der klassische Aha-Effekt, der eigentlich erst so nach dem Studium im Berufsleben irgendwann mal eintritt, wo man sagt, jetzt weiß ich, warum ich in Statistik eine Zahl berechnen musste. Ja. Ich komme hier natürlich sehr, sehr, sehr viel früher, weil man lehrplanmäßig abgestimmt ist mit dem Unternehmen und auch dann da eingesetzt werden soll, wo man lehrplanmäßig in der Hochschule auch unterwegs ist, sodass dieses theoretische Lernen in dem Moment gleich in der Praxis auch für die jungen Leute genutzt werden kann. Für wen ist so ein duales Studium interessant? Es zielt logischerweise so ein bisschen auf die leistungsorientierten Schüler im Endeffekt ab, weil einfach diese Kombination zwischen Hochschule, teilweise Berufsschule mit integriert und Unternehmen schon eine Flexibilität erfordert und auch die Inhalte sehr viel komprimierter sind wie im klassischen Vollzeitstudium. Es gibt auch jetzt keine vorlesungsfreien Zeiten, weil man die vorlesungsfreien Zeiten im Unternehmen, in seinem Unternehmen in dem Moment da verbringt. Aber die Dualstudierenden berichten einfach, dass sie über diese Verknüpfung, das zwar teilweise stressig ist, weil man dann mal sagt, okay, ich bin einen Tag in der Berufsschule und vielleicht freitags nochmal im Endeffekt an der Hochschule und im Unternehmen, also sehr viel switchen muss, aber man nimmt dadurch, kann ich mir vorstellen, genau, aber auch sehr viel mit, ne? Ja. Wo kann man das machen? Wo bieten Sie das an? Was sind so die Standorte für duales Studium? In Rheinland-Pfalz bieten alle staatlichen Fachhochschulen inzwischen duales Studium an und auch zwei Universitäten, also Trier und in Mainz. Mhm. Und in dem Moment sind wir flächendeckend eigentlich sehr also gut egal vertreten. Wo ich bin in Rheinland-Pfalz, ich kann mich immer an Sie wenden und kann hier genau nach dem dualen Studium mich erkundigen. Okay, gibt es irgendwie gerade neue interessante Studiengänge? Haben Sie irgendwie was Neues im Angebot oder was sind so das, was am stärksten nachgefragt wird? Also inzwischen sind es jetzt zum aktuellen Start des Wintersemesters 60 Studienangebote, wow, die in Rheinland-Pfalz angeboten werden. Ganz stark kommend ist aktuell die Sozial- und Gesundheitsbranche. Da bietet Trier jetzt neue Physiotherapie an und Logopädie und auch zum Beispiel die Medizin und Biowissenschaften am Standort in Zweibrücken, die Hochschule Kaiserslautern, zusammen mit der MTA-Ausbildung für Laborassistenz. Das sind jetzt gerade so die eigentlich ja so die Boom-Schwerpunktgruppe natürlich auch in den klassischen BWL-Fächern oder die klassischen Ingenieurswissenschaften, Maschinenbau, Mechatronik. Also alles einmal querbeet mit dabei. Okay, das heißt für Leute, die begeistert sind, die sagen, jawohl, ich will gleichzeitig studieren, aber auch im Beruf schon was mitnehmen, für die sind Sie genau der richtige Ansprechpartner und die genau können zu Ihnen kommen. Dankeschön für das kurze Interview, Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit und ebenfalls vielen wenn Dank. Wir hier begeisterte Studierende haben, die sagen, jawohl, ich will auch noch was für die Arbeit tun, dann würde sich ein duales Studium auf jeden Fall lohnen. Thank you.